So. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, keine Furcht, ich werde mich nicht an der Ästhetikdiskussion jetzt hier beteiligen. So, ja. Ich zitiere jetzt mal einen Maler aus der Zeit, in der der Luther da mit seinen Thesen zu Wittenberg zugange war. Ein Nürnberger Maler, der wohlweislich keine Graffiti gemacht hat. Denn was die Schönheit ist, vermag ich nicht zu sagen, allein ich weiß, sie haftet vielen Dingen an. Das stammt von Albrecht Dürer und damit will ich es mal belassen, was sozusagen Inhalte anbelangt. Ich möchte nur zwei, drei Sachen sagen zum Problem des Beauftragten. Wir haben in Berlin einen Tierschutzbeauftragten und sind die Hauptstadt der Tierversuche. Wir haben in Berlin einen Radverkehrsbeauftragten und sind die Hauptstadt der exorbitant anwachsenden Schlaglöcher und sonstiger Hindernisse für Radfahrer. Wir haben in Berlin einen Datenschutzbeauftragten. Und einfach mal der Zustand der Datensicherheit in dieser Stadt ist säuisch. Das wissen wir alle. Darüber haben wir hinlänglich im letzten Jahr zwischen den beiden Sommerpausen, die uns bevorstehen und die wir hinter uns haben, diskutiert. Ich weiß nicht, ob ein Graffiti-Beauftragter sozusagen einen Quantensprung hier vollziehen kann, was dieses Thema anbelangt, weil das Grundproblem aller Beauftragten und aller Beiräte liegt einfach darin, dass wir eine Landesregierung haben, die sich einen Deibel darum schert, was externer Sachverstand empfiehlt. Und das wird auch in diesem Fall der Fall sein, auch wenn die hervorragend arbeitende Kulturverwaltung, Herr Magalski, dankenswerterweise in Ihrem Antrag hier nicht mitverantwortlich gemacht wird. Aber das ist noch gar keine Gewähr dafür, dass der Rest des Senates sich anders verhält, als er sich hinsichtlich der Empfehlungen der anderen Beauftragten verhalten wird. Ihr Antrag ist interessant. Vorhin habe ich gesagt, bei einer anderen Sache, ich habe keine Lust auf Diskussionen in den Ausschüssen. Hier bin ich sehr interessiert daran, Ihrer Diskussion zusammen mit der SPD und der CDU zu folgen. Sie haben ja dazu eingeladen, die beiden Fraktionen. Die Grünen, Kollege Schweikert hat schon gesagt, wir sind eigentlich nicht verfahrensbeteiligt nach Ihrer Äußerung. Aber wir sind lernwillig, wir kommen mit hin und dann werden wir mal schauen, was da rauskommt. Vielen herzlichen Dank.